Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von App Review. In dem heutigen Video stelle ich euch eine Apple iOS App vor und ich habe jetzt meine Kategorie App Review ein bisschen erweitert und jetzt review ich auch Spiele, nicht nur Dienstprogramme oder andere Apps, sondern auch Spiele. So, und meine heutige App heißt Logos Quiz. Die App seht ihr hier links oben im Bildschirm. Und wie immer findet ihr sie im Apple App Store. Laut meinem Kenntnisstand kostet diese App nichts. Ihr bekommt sie also gratis im App Store. Und ja, wir schauen einfach mal rein, was die App so drauf hat. Okay, also. Das ist jetzt der Startbildschirm der App. Ich habe jetzt hier nur oben den Zettel hingehalten, weil da kam gerade eine E-Mail rein. So, also. Das ist die App, sieht nicht sehr spektakulär aus, aber hinter diesem Button verbirgt sich einiges. Zum einen gibt es hier einen Options-Button. Da könnt ihr jetzt hier zum Beispiel Optionen für die App anpassen, mit hier anderen Info-Einstellungen, dann Infos zur App und sozialen Netzwerken, wo man dann eben seine Highscores mit Freunden über Facebook, Twitter oder einfach mit der Weltrangliste vergleichen kann. So, und ja, wie der Name schon sagt, Logos Quiz wird es eine App sein, mit der Fragen gestellt werden. Und wie man hier jetzt im Hintergrund oder da unten auch schon erkennen kann, sind einige Logos eingeblendet. Und ja, wenn wir jetzt hier einfach mal auf den Play-Button klicken, seht ihr hier gibt es verschiedene Level. Ich habe die App eigentlich schon durchgespielt gehabt, aber bei mir gab es einen kleinen Bug und deswegen wurde alles wieder zurückgesetzt und ja, ich kann es euch jetzt mal demonstrieren, wie das funktioniert. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel in Level 1 reingehen, dann seht ihr hier verschiedene Marken aufgelistet. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel hier dieses Icon berühren und jetzt könnt ihr den Namen dieses Icons eingeben. Zum Beispiel, wie man es hier natürlich erkennt, ist das Intel. Und jetzt seht ihr hier, kommt correct, 99 Punkte. Und dieser Score da unten, der bedeutet, ist eigentlich nicht nur umsonst da, sondern es kommt auch auf Schnelligkeit drauf an. Wenn ihr ganz schnell den richtigen Namen eintippt, bekommt ihr zum Beispiel 100 Punkte und einen Stern. Mit dem könnt ihr dann schneller andere Level freischalten. Und je länger ihr braucht, beziehungsweise umso mehr Fehler ihr macht, umso schneller sinkt hier die Punktezahl. Und jetzt habe ich hier Intel herausgefunden, klick auf Close und ihr seht hier rechts oben diesen grünen Haken vor dem Logo. Das könnten wir jetzt mit allen möglichen anderen Logos auch machen. Jo, dann hier unten, das ist das einzig Nervige in der App, es ist sehr viel Werbung mit drinnen. Aber die App ist immerhin gratis. Und hier rechts oben gibt es noch ein kleines Schild, da steht Hints und darunter 0. Das heißt, ihr könnt euch Hints, also Hinweise, erarbeiten, indem ihr ein Logo ganz schnell erratet und dann könnt ihr zum Beispiel hier bei irgendeinem Logo, wie hier bei dem MTV-Logo, könnt ihr euch dann einen Hinweis erarbeiten oder einen Hinweis anzeigen lassen. Maximal 3 Hinweise gibt es und dann kommt ihr dann schneller auf die Lösung. Und jetzt seht ihr hier 1 von 34, kann man es hier vielleicht nicht gut erkennen. Auf jeden Fall hier ist mein Score angezeigt, 99 Punkte und darunter ich habe ein Logo von 34 bis jetzt gelöst. Und sobald ihr Level 1 fertig habt, könnt ihr in Level 2 und so weiter. Und wie ihr hier seht, es sind sehr viele Level. Also das ist echt für Leute, die sich ein bisschen schlauer machen wollen, die können diese App nutzen. Dann hier gibt es zum einen den Store, da könnte man jetzt hier noch Sachen kaufen wie Hinweise, Sterne, mit Sternen kommt man noch schneller an, andere Boxen ran und. Jo, jetzt fragen sich sicher einige, für was ist denn diese App gut? Die Frage kann ich ganz leicht beantworten. Und zwar, mit dieser App kann man zum Beispiel sein Wissen, wenn man irgendwie Stadt, Land, Fluss oder so spielt, habe ich schon häufig gesehen, dass auch die Rubrik Logo oder Marke eingeführt wurde und damit kann man sein Marken, ja, Sammelsurium im Gedächtnis auffrischen und immer neue Marken zudenken. Zum anderen
kann man mit dieser App eben sich Sachen merken und die dann hier einspeichern. So, das war es dann schon wieder von mir aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ein Däumchen nach oben könnt ihr gerne geben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann klickt einfach hier den farbigen Button rechts oben. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.